heutige Bewertung. Was wahrscheinlich 99% der Viewer nicht überraschen wird, nach Tara. Die fünfte Evoli-Form entwickelt sich im Prinzip genauso wie Psyana. Das Pokémon muss auf eine Freundschaft von 200 gebracht werden oder höher, um es sich zu entwickeln. Und ja, hier muss das Level-Up nachts erfolgen. Also, im Prinzip, wie gesagt, nichts anderes als Psyana, dass es nachts erfolgen muss. Ja, die Fähigkeiten. Synchro ist an sich gleich wie bei Psyana. Die, Statusprobleme von ihm werden übertragen. Konzentrator findet einen Verlust der Genauigkeit. Synchro ist bei Nachtara viel, viel, viel besser. Konzentrator ist eher bei einem Angriffs-Pokémon besser, um zu verhindern, dass es zurückschreckt, aber... Schaut euch kurz mal die Werte an und dann sagt ihr, sieht Nachtara wie ein absolutes Angriffs-Pokémon aus? Nein. Also Synchro, damit es, ja, falls der Gegner eine Statusveränderung plant, wie Gift oder Verbrennung, das direkt zum Gegner zurückschicken kann. So, schauen wir uns die Werte an. Also es ist ein absoluter Tanker, so ziemlich das Musterbeispiel von einem Tanker. Und das nicht auf Angriff setzt, sondern auf knallharte Verteidigung. 130er-Wert Spezialverteidigung. Der 110er-Wert Verteidigung und der 95er-Wert KP. Damit sind alle hohen Werte mit dem, was man als Verteidiger braucht. Und genauso sollte man die Wesen auch aufbauen. Entweder kühn, still oder pfiffig, sacht. Es ist im Prinzip egal, denn man braucht eigentlich keinen der beiden Angriffswerte. Könnt ihr euch aussuchen. Auch wenn den Verteidigungswert eher erhöht. Ich würde eher den physischen Verteidigungswert nehmen als eher kühn oder pfiffig. Weil der Spezialteil ist ja schon sehr, sehr hoch ist an sich, aber auch still und sachte ist möglich. So, genau. Attacken. Nachtara kann Mondschein erlernen. Funktioniert im Prinzip genauso wie Morgengrauen. Es hält die Hälfte seiner KP zurück. Mit Sonnenschein 2/3. Aber auch hier nicht mit Sonnentag spielen. Falls Sonnentag da ist, kann man das als, ja, als, als gute Gegebenheit annehmen, aber ansonsten ist die Hälfte der KP-Heilung ganz gut. Es kann auch Wunschtraum lernen. Und vielleicht zu Psyana macht es bei ihm sogar Sinn, sich zu überlegen, ob man lieber Wunschtraum möchte, denn man kann theoretisch nach Tara reinholen, Wunschtraum machen, den Angriff wird er wahrscheinlich überleben bei den Werten, Wunschtraum machen, dann anderes Pokémon danach reinholen, was, ja, dann den Wunschtraum abbekommen würde. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, muss man sich überlegen, ob man lieber Nachtara alleine spielen möchte oder ihn lieber als Austausch-Pokémon nehmen möchte. Eine physische Attacke hatte, und zwar Schmarotzer. Und der größte Vorteil, das hat Generation 5 eigentlich für diese Attacke, ist, dass sich die. Ist, dass es 95 Stärke hat, also sehr stark, genauso wie Donnerblitz, Flammenwurf etc. Aber es nach dem physischen Angriff vom Gegner geht. Also wenn man natürlich einen physischen Angreifer hat, der einen relativ geringen Angriff hat, aber hat man natürlich Pech. Dafür, wenn sein Spezialangreifer ist, hat man natürlich die große Spezialverteidigung, also eine Win-Win-Situation. Und der Angriff ist eben sehr stark, bekommt noch Step dazu und wird wahrscheinlich besser sein als der von Nachtara. Also das ist echt ein großer Vorteil, den er hat, die Attacke Schmarotzer, die kann er echt gut einsetzen. Als dritte Attacke entweder Vitalglocke, was ihn vor Statusproblemen heilt, oder Toxin. Kann man natürlich dann gut machen, mit Synchro, dem Gegner ein Statusproblem verpassen, dann mit Vitalglocke heilen oder eben auch andere in einem Doppel- oder Dreifachkampf heilen. Toxin ist aber auch sehr, sehr gut, wenn es um Stahlen geht. Und als letzte Attacke entweder Schutzschild, aber ich würde nur Schutzschild nehmen, wenn Toxin da ist, denn das... Ja, davor sind Runden, ohne Toxin sind Runden nicht so wichtig, da geht es nur um eine AP-Verschwendung. Bei Toxin kann diese eine Runde, der man, oder zwei Runden, der man sich schützt, sehr, sehr wertvoll sein. Das hätte ich nehmen, wenn man Toxin hat, und falls man sich für Vitalglocke entscheidet, tätig ich eher auf Gegner gehen, um den Gegner einzuschläfern. Als Item natürlich der König der Überreste. Und dann hat man Nachtara zu einem absolut krassen Tanker gemacht, den man erstmal klein kriegen muss irgendwie. Das sind wir wieder und ich heiße euch herzlich willkommen zu Pokémon Weiß der Edition 2. Also ist jetzt an der Zeit, dass wir uns hier kümmern. Den Gang ganz rechts haben wir schon genommen. Von oben nach unten scheint
einen linken, einen mittleren, einen rechten Gang zu geben. Den rechten haben wir schon komplett erkundet. Der mittlere sind wir gerade bei und ja, links schließt sich schon relativ schnell die Tür zum Cheftrainer an. Also so lange dürfte das hier nicht mehr dauern. Und dann können wir uns hier um weitere Sachen kümmern. Es gibt auch eine Menge, was man hier im Postgame machen kann. Unterschiedliche Sachen, ein paar coole Sidequests, die es hier noch gibt. Aber ich sag mal, die Story contentmäßig wird nicht mehr wirklich fortgeführt, so wie in Pokémon Schwarz und Weiß, wo man dann auch die Weißen zoomen konnte. Und wenn, dann nur relativ minimal. Also es gibt eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das ist... es gibt etwas, das man dazu sehen könnte, aber ja. Machen wir dann, wenn wir da sind, und irgendwie tut mir dieses Tangela leid, das hat schon zweimal mit Stachelschwure verfehlt. Also ich würde da schon wahnsinnig werden, aber ja, sorry. Irgendwie ist das ganze Zeug mit Glück hier fast, ja doch, es ist sogar fair, finde ich. Ich hatte sogar mehr Glück als die NPCs, das sieht man in diesem Spiel sehr selten. Ich frage mich, ob, weil es hier schwieriger ist, es ein wenig runtergesetzt wurde. Ah, genau, okay. Genau, von da kommen wir. Super, da können wir jetzt direkt zum Cheftrainer gehen. Da wäre auch der mittlere Gang abgeschlossen. Wie gesagt, ab Station 4 wird das alles dann größer, aber ja, machen wir jetzt noch nicht. da kümmern wir uns dann wirklich erst drum, wenn wir ein bisschen was anderes gemacht haben. Vielleicht immer drei zwischendrin, damit es nicht zu, ich sag mal, monoton wird. Ich muss mir das sowieso noch überlegen, was ich machen soll, um spannend zu gestalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in der Zeit, wo Arcani drin war, hatte er nichts Gescheites, was er umbringen konnte. Und jetzt, wo er draußen ist, häufen sich die Gelegenheiten, wo er sein Können unter Beweis stellen kann. Ich weiß auch nicht. Nein. Keine Möglichkeit zu heilen. Dreck. Und es kommen dann noch Regelzahn. Was ein Viech. Aber jetzt wird es eh sterben. Insofern ist es mir wurscht. Aber trotzdem. Das war nervig. Obwohl ich Tropius an sich mag, ist der beste Vorhelmsklave, den ich mir vorstellen konnte in Pokémon Platin. Vor allem, weil es sich um das nervige Auflockern und Zerschneider gekümmert hat, was sonst keiner hatte. Und nein, Blättersturm ist spezial, das möchte ich bitte nicht. Ist zwar stark, aber wenn man Spezialangriff immer stark sieht, dann wie gesagt, die Attacke spezial ist. Nein, danke. So. Und wegen solchen Pokémon hatte ich eigentlich Raymond draußen, Waymond draußen, aber ja. So viel davon gab es jetzt nicht. Bisher. Egal. Anton hat meistens Voltabsorber, daher brauche ich mir da auch keine Sorgen machen, dass ich irgendwie paralysiert werde oder so. Es sei natürlich, jetzt setzt Donnerwelle ein. So. Ich muss mich noch mehr reinhängen. Ja, das musste. Ups, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob es da unten noch weitergeht. Oh, für dich ist dieser Bereich jedoch wohl eine Klacks. Und er schließt dich erst in deinem Pokémon-Team. Schreite voran mit deinem Team. Ich warte weiter unten auf dich. Ja... Scheint so zu sein wie in Sword Art Online, falls ihr den Anime mal gesehen habt. Dass die ganz großen Pros in kleineren Bereichen rumhängen, um zu chillen. Das ist ein sehr geiler Anime, kann ich euch nur empfehlen. Sword Art Online. Na sowas, es gibt auch tatsächlich Trainer, die erheblich stärker sind. Also auf so viele Stärke... Was? Also auf so viel Stärke könnte man ja glatt neidisch werden. Als nächstes bist du aber an der Reihe. Also kämpf mit allem, was du hast. Wie? Ja, dann ist der Kampf doch sinnlos. Wenn ich so viel Stärke habe, dass du neidisch drauf sein könntest, dann brauchen wir doch gar nicht zu kämpfen. Und dass wir wissen, dass ich erledigen werde. Okay. Also die Levels sind sehr, sehr nah beim einen. Das heißt, das wird relativ spannend. Hier seht ihr Bismarck Level 59. Da kümmern wir uns mal mit einer Laubklinge drum. Und, oh. Okay. Gut, ich werde ein wenig umdisponieren und auf Egelsamen gehen. Mit viel Schaden hatte ich ja nicht gerechnet, mit ein bisschen mehr schon. Oh. Das war durchaus nicht schlecht, aber ich habe Überreste, ich habe Egelsamen und ja. Ich glaube nicht, dass er mir das so gefährlich werden kann. So. Jetzt mache ich noch ein bisschen einrollen. Um meinen Angriff hier in einer guten Art und Weise zu steigern und meine Verteidigung noch dazu, um mich vor Bodycheck zu schützen. Und nebenher, wie gesagt,
passe ich ein wenig auf meine KP auf, weil letztendlich meine Verteidigung steigt ja immer mit. Also so viel Schaden sollte er mir nicht mehr machen können, wenn ich jetzt zum zweiten Mal einrollen 1 setze. Vielleicht mache ich dann wegen sogar Gewinn und komme auf über 97 KP. Durch das, was ihm abgezogen wird. Erstmal meine Überreste. Ja, wobei. Ich weiß nicht. Mal gucken. Reicht noch nicht ganz. Okay, ich mache auf jeden Fall noch einmal einrollen. Dann kann ich den nächsten Gegner nämlich mit, Cesar beherzt angreifen. Und der Rest macht er selbst, indem es sich jetzt erledigt. Beziehungsweise mein Egelsamen kümmert sich dann um ihn. Das war jetzt ein bisschen übertriebenes Stalling von meiner Seite, aber ja, so bin ich gerüstet. Der nächste Gegner wird es schwer haben. Es sei denn, er kommt mit Spezialattacken und jetzt kommt ein Matri voll. Aber wenn ich jetzt 4-mal Einroll eingesetzt habe, kann ich jetzt wohl kaum wechseln, oder? Das wäre ja mal richtig scheiße. Also komme ich mit Rückkehr. Ja. Also ansonsten hätte ich natürlich Arcani reingeholt und ja, trotz 4-mal Einrollen reicht es nicht. Warum hat das jetzt alles ein... Hä? Warum hat er jetzt seine KP verloren? Was zum Teufel? Alles klar. Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Weil es sicher der überlebt. Und, ja. Ich werde wirklich schlau draus. Der hätte jetzt Kreuz, hätte Kreuzscheren Rückstoßschaden oder so. Aber gut. Dann ist es halt so. Respekt und deiner Steige gibt es jetzt keinerlei Zweifel mehr. Als Belohnung habe ich einen Tipp für dich, der dir in Bereich 4 nützen wird. Aber Bereich 4 werden die Bereiche nämlich alle etwas größer. Das war es natürlich schwerer, den Torwächter zu finden. Achte gut auf die Hinweise der anderen Trainer. Finde den Torwächter. Ich will nämlich unbedingt sehen, wie weit du es noch bringen kannst. Jo! Und damit haben wir so den ersten kleineren Abschnitt geschafft. Wie gesagt, hier kommt noch einiges. Ist ziemlich der größte Sidequest im Spiel, aber ja. Da kümmern wir uns dann noch drum. Ein KP plus, erneut ein Vitamin, zufällig. Danach werden die Belohnungen etwas besser. So, jetzt schauen wir uns erstmal diesen Markt an, den ich euch angekündigt hatte. Denn hier ist nun ein Händler, weil wir, ja, zwei Bereiche geschafft haben. Wir feiern diesen Erfolg. Dieser Laden hier ist das berühmteste Geschäft im ganzen Weißen Wald. Da haben wir heute ein Sonnenangebot. Das hat den Blatt schon für nur 1000 interessiert. Ja, unter der Woche verkauft mir einen Blattstein für 1000, ansonsten verkauft er einen Abisszahn ebenfalls billiger. Wie gesagt, es kostet weniger zum Laden, das ist das Besondere, aber ja, ich brauche es für dieses LP nicht, deswegen werde ich es auch nicht kaufen. So, ich tue endlich mal wieder mein Itemradar raus. Und dann werde ich jetzt kurz eine andere Sache näher untersuchen, die dieses Spiel zu bieten hat. Nämlich die Rückkämpfe in Rayono City. Und es gibt wohl besten Sonderbomber-Trick hier in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 seit dem Missing-No-Trick. Das ist, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Aber es ist tatsächlich so, es gibt einen Trick, wie man hier massenhaft Sonderbonbons kriegen kann. Man muss natürlich ein bisschen Glück dafür haben, aber gut. So, gehen wir zu dem Basketball. Ihr seht erstmal, hier seid nun ein Haufen Trainer. Und für den Trick mit den Sonderbonbons braucht man hier einen Züchter, der hier leider nicht vorhanden ist. Ich werde sie trotzdem alle wegkloppen. Aber ja. So. Und warum das hier so besonders ist? Nun, wenn man die Top 4 besiegt hat, seht ihr, hat sich die Zahl der Trainer stark erhöht. Davor gab es hier nur 3 Sportler, die man am Tag besiegen konnte. Und einen, ja, random Trainer mehr oder weniger, den man im Doppelkampf herausfordern konnte. Das war... Was? Meine Pokémon sind nicht geheilt. Ach so. Moment. Doch sind sie. Okay. Okay. Ich war verwirrt. Entschuldigung. Ich würde natürlich gerne Erdbeben hier einsetzen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Na gut, machen wir das so. Ja. Wo war ich denn jetzt? Achso, ja, genau. 3 Sportler und einen Random drin. Die Sportler hatten je nach dem, wie viele Orden man hatte, unterschiedliche Items. Ein bisschen anders war das dann wiederum bei anderen Trainern.
Also den Random Trainer, die immer Doppelkämpfe gemacht haben, die waren relativ. Ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Entschuldigt. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass sie in einer gewissen Art und Weise konstant waren, was ihre Sachen anging. So, und entschuldigt, dass ich jetzt ein bisschen leiser werde, aber bei mir ist gerade ein bisschen was vor der Tür los. Deswegen werde ich nach diesem Kampf auch ganz schnell pausieren. Und ja, dann werden wir uns auch gleich wiedersehen. Aber der Kampf endet einfach nicht, also wartet kurz. So, weiter geht's bei diesem verdammten Prokolos, was einfach keinen Bock hat zu sterben. Um das wir uns jetzt endlich kümmern werden. Mann. Oh. Also wie gesagt, früher, also die erste Teamverstärkung von den Leuten in der Arena war bis zu 3 Orden. Also wenn man die Stadt betreten hat, hatte man 3 Orden, da hatten sie zuletzt relativ niedrige Level. Wenn man dann den 4. Orden bekommen hat, von Camilla, haben sie sich dann deutlich verstärkt. Das blieb dann bis zum 6. Orden. Da haben sie einem auch einen Supertrank gegeben, davor einen normalen Trank. Und nach dem 7. Orden haben die Sportler einem alle einen Hypertrank gegeben und waren dann deutlich stärker, sag ich mal. Deutlich stärker. Hat sich das Training deutlich mehr gelohnt. Was sich vor allem gelohnt hat, war, dass die Sportler, natürlich, weil sie reisen, einem immer sehr viel Geld gegeben haben. Allerdings, jetzt, wo die Top 4 vorbei sind, geben sie einem nicht mehr nur Tränke. Also, wie gesagt, bis zum 3. Orden 3 Tränke, zwischen dem 4. und 6. Orden einen Supertrank und nach dem 7. Orden einen Hypertrank. Jetzt geben sie einem, je nach Sportler, eine bestimmte Medizin. Könnt ihr euch gleich selbst von überzeugen, wenn wir dann tatsächlich so weit sind, dass wir diesen Sportler hier erledigt haben. Und genauso gibt es nun an jedem Tag. So, entschuldigt, dass der Ton kurz weg war und ich schneiden musste. Zuallererst mal war der Ton plötzlich, wie gesagt, weg, weil irgendeine Störung war und ich muss das Ganze neu starten. Deswegen bin ich jetzt auch total aus dem Trott, weil das hat erstmal 100 Jahre gedauert, bis die Videodatei erstellt wurde. Also ihr seht, man erhält ein Calcium von dem, dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall hatte ich da noch die Aufnahme neu gestartet, habe die Welt reingewechselt und dann kam Camtasia Recorder, funktioniert nicht mehr. Also, ja, sehr, sehr viel Krankes, was da passiert ist, aber jetzt geht's wieder einigermaßen. Und ja, wie gesagt, von den Sportlern gibt es unterschiedliche Sachen. Eisen gibt es vom Baseballer, wenn man ihn besiegt. Kolben gibt es vom Fußballer, wenn man ihn besiegt. Protein vom American Footballer, wenn man ihn besiegt. Zink gibt es vom Tennisass, wenn man den besiegt. Und Calcium eben vom Basketballer. Und das ist alles nach der Ruhmeshalle. Davor kriegt man, wie gesagt, einen Hypertrank von den allen. Und Mann, wie kann das Erdbeben nicht ausreichen, um das verdammte Grafari zu erledigen? Aber ja, das ist gar nicht mehr das eigentlich Interessante. Denn, ja gut, es ist ein schnellerer Weg, um da ranzukommen, als wenn man... Wartet, genau, wenn man... das schwarze Hochhaus oder Dings, den weißen Baum durchmacht. Was wirklich interessant wird, sind eigentlich die anderen Trainer. Wenn man hier wegen Geld kämpft, sollte man lieber gegen die Sportler kämpfen, denn die geben mit Abstand viel mehr Geld. Ja, super. Aber es gibt auch Leute, die echt, oder Trainer, die echt interessante Items geben. Und das sollte endlich reguliert werden, dass man bei so niedrigen KP nicht so viel Schaden machen kann. Durch Explosion, weil das finde ich lächerlich. So, ich komme tot Pepino rein. Genau, und jetzt würde ich einfach mal die Items vorlesen, die man bekommt, wenn man die Trainerklasse hier drin besiegt. Also wenn man einen Angestellten
männlich oder weiblich, einen Kasper, einen Künstler, eine Sofe, einen Psycho, einen Polizist, ein Schulkind, einen Eisenbahner, einen Musiker, eine Göre, einen Teenager, eine Schirmdame, einen Tänzer besiegt, erhält man einen Hyperball. Diese ganzen Trainer gibt es allerdings erst nach der Siegestraße. Natürlich, Hyperball ist jetzt nicht gerade das Interessanteste. Man nimmt es da kostenlos mit, weil man hatte ja, dafür gutes Training, aber trotzdem. So, falls man einen Piloten trifft und den besiegt, erhält man einen Flottball. Wenn nicht schlecht, seht ihr, Psycho gibt uns Hyperball. Es passiert allerdings... Ja, wobei, ja, das passt doch ganz gut. Dann werde ich den Part hier an dieser Stelle beenden. Wenn euch gefallen hat, Leute, dann könnt ihr dem Part einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und beim nächsten Mal machen wir dann bei diesem Basketballer hier weiter. Ich gehe in der Zwischenzeit heilen. Bis dann.